Halli, hallo und herzlich willkommen zum Bastelblitz am Donnerstagabend. Ich bin Irene und an meiner Seite habe ich meinen lieben Ehemann Joachim. Ihr dürft ihn Joe nennen. Hallo, schönen guten Abend zum Bastelblitz. Ausnahmsweise mal am Donnerstag, beziehungsweise ausnahmsweise, ich kann gleich sagen, der Bastelblitz am Sonntag, der wird ausnahmsweise ein Bastelblitz am Montag werden. Dafür wird er dann aber live sein um 19 Uhr, sonst ändert sich nichts. Und wenn ihr uns gut hören und sehen könnt, dann machen wir heute mal, was machen wir mal? Hier ist noch Hitze, Sommer, also jetzt hatten wir Juni, Sommer hatten wir alles, was machen wir denn mal? Machen wir heute mal 30, machen wir mal die 30. Ich muss so lachen eben noch. Ich bin ja normalerweise immer diejenige, die irgendwelche Gerätschaften anhat und da bimmelte eben ein Timer, ne? Oder ja, was war das? War der Timer. Herrlich. Ja, wie ist das gewesen für euch gestern? Teilweise waren hier einige Zuschauerinnen schon vor Ort und haben im Chat was geschrieben. Wir waren unterwegs, wir haben einen Geburtstag gefeiert und hätten es nicht geschafft, pünktlich zu Hause zu sein und haben uns einfach entschieden, das dann heute am Donnerstag zu veranstalten. Und Sonntag bin ich bei Roland Kaiser. Darf ich das sagen? Ja, jetzt ist ja, hast du es ja schon gesagt. Kommst du mit? Nein, ich bleib hier und hüte das Haus. Okay, also ich bin bei Roland Kaiser. Ja, Bastelblitz am Tag vor Katalogstart. Wuhuhu, was sagt ihr? Seid ihr auch schon so aufgeregt wie ich? Ganz viele Bestellungen sind eingetroffen, also mega. Da wollten viele auf Nummer sicher gehen, das weiß ich, das hat man gemerkt irgendwie. Ne? Und ein paar heute waren auch noch Anrufe, waren auch unterwegs, das konnten wir noch nicht managen. Also die heute versucht haben anzurufen, meldet euch gerne nochmal, wir sind den Rest des Abends dann da. Morgen früh wird bestellt ja. Und viele haben offenbar so das Gefühl nach dem Motto, wer weiß, wie teuer das alles noch wird und so. Ich sichere mir meine Sachen jetzt, dann habe ich die und dann lass kommen, was will. Dann kann ich wenigstens im August, September damit basteln. Zum einen habe ich das, dann habe ich mein Geld ausgegeben, dann habe ich das wenigstens dafür beiseite gepackt und das nimmt mir dann keiner mehr weg. Ne? Wie sagt die immer, dass die eine junge Frau, ich will den Namen jetzt nicht nennen, haben ist besser als brauchen. Genau. Sie wird nicht zugucken, aber ja. Das ist ein Megaspruch. Haben ist besser als brauchen. Ja, ich habe nur ein ganz bisschen vorbereitet. Also der Bastelblitz ist ja immer die kurze Basteleinheit. Doch, ein kleines Video haben wir vorbereitet. Ja, das habe ich extra mal vorbereitet. Einige haben die ganz kurze Version vielleicht auch schon gesehen im Laufe der Woche, wenn sie uns bei den Shorts auf YouTube folgen. Das waren die Karten für die Dankeschön-Karten für die Online-Shop-Kunden. Ja. Und ich habe mal für dieses Event hier heute Abend noch mal eine etwas längere Version gemacht. Die Musik ist da nicht ganz so schön, aber dafür ist der Film länger. Kam auch schon eine erste Anfrage, ob es da eine Anleitung für gibt. Nee, das wird es nicht geben. Das ist ja exklusiv für unsere Online-Shop-Bestellerinnen und Besteller aus Juni und Juli. Die bekommen die. Und wenn ihr die nachbasteln wollt, die Karten, müsst ihr einfach mal auf Stopp drücken und euch einen Screenshot machen zum Beispiel. Ne? Das ist ganz gut. Ja, und ja. Eine gute Nachricht gibt es aber im Zusammenhang mit den... Ich will immer Happy Hippos sagen, aber das ist ja eine Marke irgendwie. Hippe Hippos, sowas, ne? Hippe Hippos, ja. Was willst du damit sagen? Eine gute Nachricht? Nächsten Monat, VIP-Club. Ah ja, VIP-Club, genau. Und das heißt, fast alle kommen diesmal in den Genuss, weil ganz viele, also ich glaube, fast alle haben sich die Hippos mit reingelegt in ihre Bestellung. Also alle, die die hippen Hippos bestellt haben, bekommen von mir... Zwei PDF oder also eine PDF mit zwei Kartenanleitungen extra zugemailt, aber erst im Laufe der nächsten Woche. Ja, und Demos von uns aus dem ersten Level kriegen das natürlich auch. Die mögen sich dann aber bitte melden, weil wir natürlich nicht wissen, ob die haben oder ob sie die überhaupt haben wollen. Und wir spammen und müllen hier nicht jemanden unaufgefordert zu. Und wer Demo im ersten Level werden möchte, der hat ja morgen früh auch die Gelegenheit dazu. Ne? Ab morgen kann man ja wieder, also man kann auch heute einsteigen, aber ab morgen kriegt man ja noch so ein Einsteigerangebot dazu, so ein Planer-Set. Und dazu wolltest du was sagen. Ja, ich hab's nicht. Also wir konnten uns das ja vorkaufen einmal, damit wir es euch zeigen können. Und ich hab's nicht getan. Das hat, glaube ich, 59 oder 60 Euro gekostet. Ich kann mal kurz vorlesen, was drin enthalten ist. Ich darf ja hier das immer noch nicht zeigen. Wer die Celebration-Broschüre hat, der findet das hinten auf Seite 18 und 19. Kollektion zum Pläne schmieden. Ihr bekommt geschenkt einen Planer.
3 Notizbücher zum Pläne schmieden, also zum, als Refill da drin, und ein Stempelset zum Pläne schmieden. Ich habe es mir deswegen nicht bestellt, nicht weil ich es nicht gut, nicht hübsch finde, aber ich benutze es nicht. Ich bin tatsächlich kein Planertyp. Planner heißt das ja, Neudeutsch ist ja Englisch, ne? Planner. Also das sind diese dicken Notizbücher, in die man schön was reinmalt und die kann man auch dekorieren. Und viele nutzen das so wie so ein Tagebuch und machen sich das hübsch fertig. Und ich habe da keine Zeit für. Das ist wirklich eine Bastelgeschichte, die völlig an mir vorbeigeht. Macht aber nichts, ich kann ja auch nicht alles bebasteln. Und ja, wir haben unser Smartphone dabei und du auch. Und damit hat man eigentlich alles dabei, was man braucht, ne? Da habe ich einen Megatipp, weil ich weiß, ihr liebt solche... Ich soll euch mal mit dem Finger auf euch zeigen. Ich weiß, ihr liebt Tipps von uns. Ein anderer Tipp, da kommen wir gleich nochmal, der ist ja auch mega angekommen. Ich habe eine eigene WhatsApp-Gruppe mit mir selber. Hm. Echt ein Skandal. Da wurde ich natürlich zu einer WhatsApp-Gruppe mit Irene hinzugefügt und zack, wurde ich wieder entfernt. Genau. Und der Sinn ist jetzt? Ja, dass ich mit mir selber schreiben kann. Also, meine Tochter hat mir das erzählt. Ich habe gedacht, was ist denn das schon wieder für einen neumodischen Kram? Nee, ist tatsächlich so. Ich kann jetzt immer, wenn mir etwas einfällt oder ich ein Bild irgendwo sehe, screenshotte mit dem Handy, dann mache ich das und dann schreibe ich mir das selber in der WhatsApp-Gruppe und da bin nur ich Mitglied. Ja. Und das ist dann mein Notizbuch. Und das geht schneller, als wenn man, es gibt ja bei Apple so eine Notizen-App und so, aber das ist bei WhatsApp, geht es irgendwie dann noch schneller, so für ganz schnell. Ne? Weil das geht natürlich auch auf jeden anderen Betriebssystem. Ne? Auf Android auch natürlich. Und ja, weil du einfach es durchscrollen kannst. Ne? Also ich habe jetzt, keine Ahnung, was habe ich mir denn dann neulich, eine Textilie, die mir gut gefiel, also ein Oberteil. Ja, mal rein... abfotografiert und dann an mich selber geschickt und jetzt habe ich es da drin und weiß immer, wie es aussieht oder kann ganz schnell halt nachgucken. Das ist also wirklich ein sehr, sehr guter Tipp. Okay, Hasenfuß, der Roland Kaiser ist bei uns in der Nähe, 30, 40 Kilometer entfernt, in Uelzen tritt er auf und ich bin natürlich auch dabei. Ich bin ja sowieso der allergrößte Schlager-Fan hier aus der ganzen Familie und Roland Kaiser ist ja 70 dieses Jahr geworden und hoffen wir, dass er noch lange durchhält, aber man muss das nochmal mitnehmen, solange man kann. Und wir haben immer auch schon mal gedacht, nach Dresden zu diesem Kaisermania, aber das haben wir auch noch nicht geschafft. Aber wenigstens schaffen wir jetzt Uelzen, Alma Seed Arena, das hört sich nicht so spektakulär an wie Kaisermania in Dresden. Aber immerhin hoffen wir, dass das alles klappt. Also dazu muss ich sagen, die Karten haben wir vor 2 Jahren gekauft. Ja. Und dann, ne? Ja, und jetzt so. Nein, Alma Seed Arena, da... Wir kommen auch noch ja, aber das, zum Film. Wir kommen auch gleich noch zum Basteln. Aber Alma Seed Arena, das werden vielleicht auch einige kennen, Alma Seed, das ist tatsächlich dieses Diätpulver, was immer in den Frauenzeitschriften beworben wird, wo man irgendwie nur dieses Pulver mit Wasser zu sich nimmt und dann innerhalb von 10 Tagen 30 Kilo abnimmt, glaube ich. Diese Firma kommt tatsächlich hier aus der Nähe und die ist Sponsor der sogenannten Alma Seed Arena. Werbung off, ich werde nicht bezahlt, ich nehme das Zeug auch nicht. Und ja, das mal. Also dazu. Die Ursula möchte gerne noch wissen, wie das mit diesem WhatsApp-Trick geht. Und dann werden wir das Sonntag mal in die Newsletter reinschreiben. Ja. Ne, dann ist das am allereinfachsten. Und die Kurzversion ist, du, Ursula, du suchst dir einen anderen aus deiner WhatsApp-Gruppe aus, dann öffnest du eine Gruppe und dann hast du die Gruppe eröffnet und dann schmeißt du den gleich wieder raus. Das tut dem gar nicht weh, der kann dich dann auch wieder entfernen und kann die Gruppe verlassen, weil er ist ja eh schon rausgeschmissen. Und dann bist du ganz alleine in der Gruppe. Dann hast du eine Gruppe für dich alleine und kannst so viel aufschreiben, fotografieren und Notizen machen, wie du möchtest. Ich habe mir auch ein Gruppenfoto sogar angelegt. Da habe ich ein schönes Foto von mir genommen. Und ob du jedes Lied mitsingen kannst? Möchte Marie du Dieres vielleicht? Ich gar nicht so. Nein, jedes Lied nicht. Nee, aber... weiß ich gar nicht. Aber einige kann ich schon mitgrölen. Du bist ja noch da, affiner, ne? Was diese Schlagerwelt betrifft. So, jetzt aber hier. Leute, ich nehme euch erstmal auf den Tisch. So, jetzt machen wir den Film, ne? Ja. Zur Entspannung. Genau. Dankeschön. Okay, die Dankekarten kommen. Und die Margarete, sehe ich, die hat da bestimmt besonderes Interesse dran.
So, nur zur Erklärung, bevor ich endlich auf den Tisch komme, ganz kurz. Grundkarton ist Savanne, ein bisschen so Sprenkel, Bestempelton in Ton. Das Papier, das bunte, ist das Jahreszeitenpapier aus der Celebration, was es ja auch gratis gibt. Und die Hippos, könnt ihr euch variieren. Also wenn man diesen Waschbottich umdreht, ist es ja wie so zum Beispiel so eine Art Zauberkugel, auf der Hippo tanzt, der oder die, sind das Frauen oder Männer, keine Ahnung, das Hippotier dann tanzt und könnt ihr dann einfach so gestalten, wie ihr wollt. Da ist jetzt gar nicht irgendwie was Besonderes. Die Farben sind orientiert am Designerpapier. Calypso und Jade und ja, müsst ihr halt gucken, was für ein Papier ihr verwenden wollt und dementsprechend könnt ihr die ganzen Accessoires anpassen, ist also nicht weiter dramatisch. So, jetzt aber hier. Erst nochmal ganz kurz, das haben wir bereits gebastelt aus dem neuen Winterkatalog, schaut mal. Das ist auch, also bin ich ja, habe ich mich richtig gefreut, diese wundervollen, wie heißt das, wundervolle Welt, ne? Stempelset und Designerpapier für 120 Euro. Das ist auch sehr, sehr gut bei euch angekommen. Haben sich auch ganz viele gesichert. Freue ich mich, weil das wirklich ein hübscher Stil ist. Ne? Findest du nicht auch? Sieht doch irgendwie toll aus. Ja, mein Stil ist es nicht. Ich würde ja 10 Hippokarten schöner finden, ja, weil die finde ich richtig cool. Aber das ist ja so persönlicher Geschmack. Ne? Manch einer mag gerne Blumenkarten und so. Natürlich sind die hübsch, aber das ist so eher meins. Ne? Die Anleitung bin ich euch auch noch schuldig, aber da könnt ihr ja auch erstmal das Video euch mehrfach angucken vom letzten Sonntag. Zu unserer Entschuldigung müssen wir sagen, wir haben unheimlich viel um die Ohren im Moment. Und nicht nur mit Basteln, auch private Dinge. Auch und mal privat auch was. Nicht alles angenehm. Und von daher haben wir da so ein bisschen Zeitdruck. Stress will ich nicht sagen, nee, aber Stress nicht, das ist alles nicht, muss erstmal ganz viel unter einen Hut gebracht werden. Das ist so ein bisschen, ja, mühsam, sagen wir es mal so. Ja, und manchmal ist manches auch ein bisschen einfach zeitaufwendiger, weil man das nicht direkt hier vor Ort hat. So, jetzt aber hier. Ich habe euch erzählt, und deswegen wird es heute auch nicht so dramatisch werden. Ich war nur ganz überrascht, weil Joachim es auch nicht gefunden hat. Ich habe euch doch erzählt, wir haben die Prägeform Tanzendes Laub im Sortiment. Wir haben die Prägeform Verspielter Wald. Und du hast es nicht gefunden, ne? Das eine habe ich gefunden. Also es hatte neulich jemand kommentiert. Kannst du mir mal sagen, wo das ist? Ich finde das im Katalog nicht. Das eine, zwei Sachen hat die gute Frau gesucht. Das eine hatte sie dann gefunden, das andere, da musste ich auch erstmal lang. Ich hatte auch Tomaten auf den Augen. Also wer den Katalog hat, schlage bitte mal Seite 81 auf. 81. Ja, siehst du. Und ich habe natürlich gedacht, da oben sind Stempel. Deshalb meinen Blick nicht nach rechts genommen. Und dann bin ich nur bei Hybridprägeformen hängen geblieben. Und zack, habe ich die nämlich nicht gefunden. Ja, so einfach. Hätte es sein können. Ich kurbel euch mal den verspielten Wald durch. Und diese haben wir übrigens auch noch, ne? 3D-Prägeform Winterlicht, die findet ihr im Jahreskatalog. Und das sind auch wieder schmale, die durch die kleine Stanzmaschine durchgehen. Ist ja alles wichtig zu wissen. Immer wenn etwas für die Mini-Stanzmaschine geeignet ist, dann hat das so ein Mini-Stanzmaschinen-Symbol dabei. Und diese haben das halt nicht dabei und sind damit nicht geeignet. So, ich schneide mir das hier mal so 14x5x14. Und zwar möchte ich euch was zeigen. Das ist eine 3D-Prägeform. Das ist auch eine 3D-Prägeform. Diese beiden sind normale Prägeformen. Hierfür zeige ich euch nämlich mal den Aufbau. Und nehme jetzt mal kurz, ausnahmsweise, die Stanzmaschine hier auf den Tisch. Ja. Damit ihr das sehen könnt. Also wer bestellt hat und die übersehen hat, ich kann euch noch heute Abend eine Rechnung dazu schreiben. Ne? Wenn ihr diese 3D-Prägeform habt, dann benötigt ihr nur die Grundplatte. Hier ist es auch nochmal abgebildet. Dann nehmt ihr die Prägeform, legt das schön gerade rein. Also je sorgfältiger ihr beim Einlegen arbeitet, desto weniger müsst ihr nachher schnibbeln. Ne? Hier ist auch übrigens so ein Strich. Kann man das sehen? An diesem Strich könnte man sich auch orientieren. Ich mache das tatsächlich immer so mit der geschlossenen Seite zuerst in die Maschine. Und dann kommt die dunkelgraue Platte, die Nummer 4, zum Einsatz. Aber ich finde es ja toll, dass wir vermisst wurden hier, ne? Wir wurden vermisst.
Ja, aber wollen wir das auch gleich noch sagen? Wir hatten doch ein, du hattest doch letztes Mal mit den Baumringen mal gearbeitet. Ja, nehmen wir uns mal gerne zurück. Heute haben wir doch da einen Hinweis bekommen. Ja. Warte, darf ich den Namen sagen? Von der Silvia. Von der Silvia. Mhm. Ich glaube, die ist auch im Chat heute Abend. Ich winke Silvia mal. Hat getüftelt und hat festgestellt, wir zeigen das am Montag ausführlich mal in einem Bild. Ja. Vielleicht schaffen wir sogar ein Video dazu. Das geht, das, was wir besprochen haben, ob man die ineinander legen kann. Und sie hat das hingekriegt. Genau. Und ich werde das, sie hatte drei Bilder mitgeschickt. Genau. Ich denke, dass sie damit einverstanden ist. Wir werden die Bilder runterladen und dann hier als, können wir die so einblenden hier so. Genau. Und damit ihr das genau seht und wisst, dass das geht, was ich da gefragt habe. Und wenn, wenn wir viel Zeit haben, vielleicht drehen wir auch noch ein kleines Video. Schauen wir mal, ne? Ja. Ich habe das jetzt hier durchgekurbelt. Geht mega, mega, halt, der muss da wieder hin. Guck, also das ist unfassbar mit diesem, immer wenn der da liegt, habe ich eine schöne, schöne Farbe. Ist der weg, dann wird es komisch rau. Und schaut mal, diese Karte, die haben wir bei diesem Bastel-Event gemacht. Die zeige ich euch auch nochmal irgendwann näher. Aber wenn ihr seht, hier sind so helle Flecken drauf. Und das macht sich immer ganz gut, wenn man so einen Prägefolder, so eine Prägeform, nee, diesen geprägten Karton mit so etwas einfärbt. Das ist ja Ziegelwerk, ne? Mauerwerk, wie heißt das? Mauerwerk heißt das, ne? Und da sage ich dir ganz ehrlich, das ist genial, weil kaum ein Mauerwerk hat so eine durchgehende glatte Farbe, es sei denn, es ist vielleicht gerade mal ganz frisch angemalt. Es gibt aber Mauerwerk, gibt es Ausblühung, es gibt mal, da ist es nicht ganz so sauber gemacht worden, bevor es verfugt wurde, da hat man vielleicht noch so einen kleinen Schleier drauf oder so, das ist schon, oder irgendwas hat sich mal festgesetzt oder Salpeter oder irgendwas, das sieht schon lebensnah aus, dann sage ich ja, mal stimmt, so, ne? Salpeter, wenn das so raus... Ja, wenn es so ein bisschen feucht war, irgendwie so, ne? Stark. Ich habe hier die Nachfülltinte in Flüsterweiß. Ich arbeite normalerweise nicht so gern mit dem flüsterweißen Stempelkissen, aber mit der Nachfülltinte kann man ganz gut was anstellen. Und ich habe hier so ein Fingerschwämmchen, habe ich mir jetzt auch extra markiert, dass der nur für weiß ist. Die ist echt zähfließend, ne? Und dann färbe ich mir das Schwämmchen so ein bisschen ein. Muss ich gerade mal überlegen, ein weißes Stempelkissen gibt es auch, das habe ich glaube ich auch noch nie gesehen bei dir, oder? Doch. Braucht man, also, nee, brauchst du jetzt nicht zeigen, aber doch. Wo ich das gerade sehe, weiße Stempel, das ist doch Nachfüller, ne? Ja, such das mal. Ich such das mal. Ja, bei diesen Zubehörteilen, wo auch das Memento-Stempelkissen ist. Und zwar, das wird blanko geliefert, also ohne Füllung, ohne Färbung. Und diese Nachfülltinte ist direkt mit dabei. Und dann kann man sich das halt selber einfärben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir das irgendwie eintrocknet. Und ich bin auch mit dem Ergebnis, mit dem Stempelergebnis nie zufrieden gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das nicht, das ist, man denkt immer, das wird dann so richtig schön weiß, ne? Und das wird es leider nicht. Zubehör und dann? Ich bin hier hinten auf der letzten Seite. Bei der Memento-Tinte, Tinte und Kolorieren. Ah, Tinte und Kolorieren. Ja, da in der Richtung. So, jetzt könnt ihr da einfach... Also ich mache es so, ich hatte ja neulich schon gesagt, man könnte auch punktuell die Prägeform einfärben. Das bleibt euch komplett selber überlassen. Nur damit ihr mal seht, dass es geht. Guck mal, auf dem Bildschirm ist es viel stärker als jetzt hier bei mir. Also so stark, wie es bei euch jetzt gerade aussieht, so stark ist es tatsächlich nicht. Das ist wirklich nur, ich muss mal gucken. Auch das hier ist ganz zart. Da auf dem Bildschirm sieht es jetzt tatsächlich viel kräftiger aus. Auf jeden Fall könnt ihr da jetzt so Akzente setzen. So, ich suche jetzt hier mal wieder erfolgreich. Nee. Das ist mega gut, dass du das nicht findest, weil das wird ganz vielen auch so gehen. Schau mal hier. Hier oben. Ich würde doch im Leben nicht denken, dass da irgendwo weiße Tinte ist. Nummer 4. Was steht da? Craft Stempel. Stempelkissen weiß. 11,50 Euro. Mhm. So. Das wird mit einmal nachfüllt. Das ist leer und mit einmal Nachfülltinte wird es geliefert. Und wenn die alle ist, dann kannst du aber auch die Nachfülltinte alleine kaufen. Das Stempelkissen ist leer? Mhm.
Das ist leer, genau wie diese kleinen Stampin' Spots. Ja. Die sind auch leer, da ist keine Farbe drin. Ja. Da kannst du das mit der Nachfülltinte selber einfüllen und hier so machst du das hier mit dem weißen Kissen auch. Aha. Mal wieder, da habe ich ja was dazugelernt. Ja. Brauche ich nicht das Wissen, aber das weiß ich jetzt. Gut. Nee, brauchst du auch wirklich nicht, weil ich es auch tatsächlich nicht benutze. Ja, deshalb ist mir das auch noch nicht aufgefallen. Und schau mal, guck mal hier auf dem Bild, da kann man es nämlich ganz gut sehen. Richtig kräftig weiß ist das nicht. Ha. Während hier, wenn ihr hier mit weißem Embossingpulver arbeitet, dann kriegt ihr nämlich ein schöneres Weiß. Dann gibt es ein richtiges Weiß. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn ihr die weiße Tinte mit Chili, Glutrot, ich weiß gar nicht, mit Terrakotta, also mit diesen Rottönen, wenn ihr darauf stempelt, dann verbinden sich die Farbpigmente aus dem roten Karton irgendwie mit dieser weißen Tinte und dann ist es so rosalig. Also so, ja. Nicht so, es ist nicht so, wie ich es will. Und deswegen, ja, ich bin ja immer ehrlich, ne? Wisst ihr ja, also wenn ihr da eine andere Meinung zu habt oder eine andere Erfahrung gemacht habt, die gerne. Die erste Meinung haben wir jetzt schon dazu. Die Kathi meint, sie hat gedacht, sie bräuchte das unbedingt damals und dann war sie sehr enttäuscht. Ja. Und Mari, die meint, mit einem Blending-Pinsel kann man auch ganz zart drüber gehen. Ja, ja, ja? natürlich. Also. ganz klar, Blending-Pinsel nur. Ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Blending-Pinsel kostet 4 Euro, so ein Fingerschwämmchen kostet 1 Euro, ich glaube 5 Stück 6 Euro oder 50 oder sowas. Und darum habe ich das Fingerschwämmchen genommen, weil es nicht so teuer ist. So, Frau Sparfuchs, ne? Aber es ist so, weil ich werde diese Technik nicht unentwegt machen. Und dann ist mein Blending-Brush dann irgendwie belegt mit Weiß und ich brauche es vielleicht gar nicht. Ne? Aber nutzt gerne die Brushes, ich verkaufe euch die gerne, so ist das nicht. Also, ne? Kann man auf jeden Fall hier so drüber wischen und hier kann man es eben ganz gut sehen, wie es dann fertig aussieht und das genauso. Vielleicht schaffe ich es zum nächsten Mal, das zu verarbeiten, euch da das Muster mit zu zeigen. Und ich habe das hier auf einem Acrylblock drauf getupft. Habt ihr darauf geachtet, wie zähfließend das ist? Ich zeige euch das nochmal. Da muss man, das ist fast wie, das ist ganz doll cremig. Und was man auch damit machen kann, tatsächlich wohl mit dem Aquapainter das flüssig machen und dann so mit dem Aquapainter so Spritzer drauf machen. Ich nenne das immer so ein bisschen wie damals im Kindergarten mit der Zahnbürste. Das kennt ihr vielleicht auch. Ne? Hast du das gemacht? Mit der Zahnbürste durch so ein Sieb gestrichen? Ja, du kennst die Technik, das ne? Kenn ich. Hm. Das hat Spaß gemacht. Das war eine schöne Technik. Und dann eine Schablone unterlegen, genau, ne? Dann hatte man da. Ja. Ja, ja, das kenne ich. Ja, ja, siehst du wohl. So, ich möchte euch jetzt, also das war der verspielte Wald. Ich möchte euch jetzt natürlich auch noch das tanzende Laub zeigen. Ist auch ein schöner Name, ne? Mhm. Ja, mit Namen haben sie es ja. Das muss man wirklich sagen. Das können sie. Da haben sie wahrscheinlich einen extra Designer, Artisten, Wortspielassistenten einge. Ja, von unserem DGM, die Frau arbeitet bei Stampin' Up, von unserem Damir Basik, die ist ja deutsche Muttersprachlerin, die ist tatsächlich für die Übersetzung verantwortlich. Ach so. Ja, und dann kann ich euch gleich noch was sagen. Ich kriege ja ein Stempelset, ne? Wird ja. Ich darf ja nichts weiter sagen, aber es ist in Arbeit und da gibt es auch deutsche Texte drin. Und da wurde ich schon kontaktiert und sie haben schon mit mir entsprechend Kontakt aufgenommen, ob mir die Übersetzungen so gefallen. Also, Da dürfen wir gespannt sein. Ja, ich bin mega gespannt. Weißt du schon, wie viel du dir selber von kaufen wirst? Ja. Hast noch keine Idee, ne? Nö, das muss ja. Ich muss aber einen Preis abwarten, ne? Naja, also als wenn du da. Oh, mein Stempelset, mein eigenes, das kostet 24 Euro. Da kaufe ich mir nur 2 von. Da musst du dir doch ein paar hinlegen von. Ja, erstmal, das ist ja. Erstmal ist es ja noch gar. Also auch wieder Platte 1 und die graue. Darf ich dir das mal einmal ganz kurz geben? Ja. Und muss die Maschine mal rübernehmen. Ich brauche einen zweiten Schreibtisch hier. Kein Platz mehr hier. Ja, es ist doch nicht zu glauben. Ja. Ich brauche das jetzt. Ach so. Was du gerade weggelegt hast. Geht. Zack. Da ist es. Aber wieder. Alexandra, die hat nur so ein Riesenstudio und trotzdem hat die dann auch Stress, Mann. Obwohl da so viel Platz bei ihr drumherum ist, ne? Ja. So, immer schön drauf achten bei diesen großen, dass ihr die gerade einlegt, dass euch. Nee, ich glaube, das Set gibt es nicht geschenkt. Die Maike möchte wissen, ob man das nicht wenigstens einmal geschenkt kriegt. Nee, das. Da, ich glaube, vielleicht kommt das ja geschenkt ins Haus einmal.
ist uns jetzt nicht bekannt. So also, viel, wir haben noch nicht das ist die erste Million, die wir voll machen. Bei der zweiten wissen wir dann besser Bescheid. Einmal. Das gibt es nur einmal. Set darf man nur einmal machen. Ach so, Set darf man einmal machen. Ja, wir wissen nur, deshalb wissen wir nicht, ob es das dann geschenkt gibt. Einmal. Oh, ist das, das ist ja auch was hübsch hier. Guckt mal. Guck mal, wie stark das rauskommt hier, die Prägung. Und sogar, die sind sogar, könnt ihr das sehen, unterschiedlich stark. Also hier sind sie ein bisschen leichter geprägt und hier sind sie stärker. Das ist ja auch wirklich cool gemacht, muss ich ja sagen. Soll ich da auch nochmal drüber wischen, damit ihr das ein bisschen besser seht? Ja, tanzen ist laut, steht jetzt hier. Das habe ich geschrieben. Ja. Ja, ja. Ich wollte nur wissen, ob du das bemerkst. Die Angelina, die kommt aus den Niederlanden. Die schaut uns zu und die fragt, wie das denn wohl heißt auf Niederländisch. Das und ich weiß könnte es dann einmal. Nee, aber die niederländischen Namen haben wir nicht. Aber es sind die Bestellnummern alle gleich von Artikeln, die ja, ja. kein. Ne? Angelina, das hat die Nummer 159847. Ja, sie müsste es ja dann. Nee, das bleibt ja identisch. Das ist nur bei Stempel. Also, eben, das ist ja. doch egal, ob das ja. die Niederländer kriegen oder nicht. Also, sie kann gerne bei mir bestellen, wenn sie möchte. Mhm. So, schau 1, mal. 5, 9, ab morgen können das ja auch alle bestellen. Dann ja. 159847847. Ich mit den Zahlen hier. Zack. Das wird nur anders heißen, ne? Das stimmt. Das heißt dann wahrscheinlich Dancing. Was heißt ein Blatt auf Englisch? Naja, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dancing Harvest, das heißt tanzender Herbst. Jo. Also das mega. Also das sieht jetzt hier trotzdem blöd aus, wo ich das auf dem Bildschirm sehe. Aber echt sieht es gut aus. So, das ist das. Und dann wollt ihr bestimmt auch noch die Landschaftsbilder sehen. Auch da müsst ihr mal gucken, wenn ihr den Mini-Katalog aufschlagt und die endlich gefunden habt. Da ist ja ein Beispiel, eine Seite dabei, wo ein Beispiel dazu ist. Habe ich gesucht und habe gedacht, meine Güte, ist das versteckt. Und dann ist auch also Jutta und Simon gefällt diese, ich glaube, das war mit dem Laub. Ja. Das gefällt das Laub. Das freut mich. Ja, auch mit der Farbe sieht es auch wirklich schön aus. Terrakotta also ist einfach ja, Herbst, ne? Ist einfach Herbst, ja. So, 8,5. Mache ich dann erst in 3 Monaten so richtig leiden, aber ja, jetzt haben wir ja sieht hier. Einfach schön aus. Aber jetzt haben wir etwa Sommer. Jetzt haben wir ja eigentlich tropische Palmen, ne? Genau. Upsi. Guck mal, über 200 Zuschauer, wo wir das jetzt gar nicht so groß mehr angekündigt haben. Ja. Alle, die später dazu gekommen sind, am Sonntag sind wir nicht live, sondern wir verschieben das auf Montag. Montagabend, 19 Uhr, dafür dann in ausführlicher Länge und so wie ihr das gewohnt seid. Wir haben erst überlegt, Sonntagabend eine Premiere zu machen, etwas aufzuzeichnen, aber haben wir gesagt, nein, das ist für uns auch einfacher und leichter, wenn ihr mit im Chat dabei seid und ja. wir euch gleich was zeigen können und ihr Fragen stellt. Mhm. Das ist auch für uns eine schönere, flüssigere Angelegenheit. Da kann man gleich auf Fragen eingehen und so müssen wir hier auch eine Dreiviertelstunde uns mit uns selber beschäftigen. Und ja. das ist auch gar nicht so einfach. Ja, ist tatsächlich so. Das ist total verrückt, wenn man das so aufzeichnet und dann so tut, als wenn der Publikum ist. Also das ist wirklich skurril, ne? Das ist skurril. Dann ist man gar, sind wir nicht mehr gewohnt. So, du darfst zurückschalten, genau. Schau mal, ich habe das jetzt hier reingelegt. Wieder die Platte Nummer 4. Das geht echt gut damit. Also da braucht man keine Zwischenunterlagen oder irgendwas, sondern einfach, ich nehme es wieder hier hin. So. Geht richtig schön smooth, heißt das, glaube ich, auf Neudeutsch. Ne? Also wer das, Entschuldigung. Was gemacht? Nee, gar nicht. Ich habe mich vertan. Das ist ja kein 3D-Prägefolder. Das heißt, ihr müsst natürlich die Nummer 2 dazu tun. Den. Und den halt. Ich muss jetzt mal eben kurz gucken. Also hier steht es ja zum Glück drauf, ne? Standard Embossing-Folder. Okay. 2 nicht. Meine Güte. Also immer ausprobieren und wenn ihr merkt, da ist irgendwas schwergängig, dann bitte nicht weiter kurbeln. So, jetzt schauen wir mal, ob die Bastel-Expertin das jetzt hier richtig gemacht hat. Jo. Jetzt passt es. Aber wir können ja dann am Montag auch berichten von Sonntag, von Roland Kaiser.
Ja, zeigen darf ich nichts. Ich glaube, 15 Sekunden dürfte man zeigen. Muss ich mich nochmal erkundigen. Aber ob ich so ein. Doch, das geht. Schaue ich mal, ob das rechtlich einwandfrei ist. Ja, ja, das ist ein. Ja, das kläre ich. Sprechen wir mit Roland Kaiser. Schlimmstenfalls wird unser Kanal abgeschaltet. Was soll denn sonst passieren? Ich will sprechen mit Roland. Genau, frag mal Roland. Der ist ja immer so nett. Ach ja, oh, sieht das schön aus. Guck mal. Und das ist auch schön. Richtig schön. Ja, das gefällt mir auch. So, da braucht man natürlich nicht viel Kokolores drumherum machen. Das schneidet man sich natürlich ordentlich zurecht. Und guckt sich das Beispiel im Katalog an. Ja. Und dann bastelt man sich das entsprechend. So. Ja. Soll ich hier auch noch mal ein bisschen drüber wischen? Das soll ja, ich wollte gerade sagen, das doch, soll doch Schnee sein, ne? Das sind ja auch Sterne, Schneeflocken, hätte ich beide gesagt, beziehungsweise Eiskristalle. Das würde ja vielleicht sogar noch ein bisschen intensiveres Weiß vertragen, ne? Oder fängt es gerade erst an zu schneien? Fängt gerade, es ist mitten in der Nacht. Weil so sieht man ja nun gar nichts, ne? Ich hier so von der Seite. Oh, sieht man da im Film? Ja, doch, so sieht man mehr. Ja, stimmt. Hm? Oh, das ist hübsch. Ja. Das ist hübsch. Und hier die Berge. Guck mal, kann man auch ganz gut sehen so, ne? Müsst ihr halt gucken, wie stark ihr das haben wollt, ne? Also ich bin ja hier, es ist ja wirklich nur mini, mini, mini weiß, was ich hier an meinem Fingerschwämmchen habe. Mhm. Könnt es auch weiß embossen und dann leicht Aquamarin einfärben. Das ist ja das im Prinzip identisch dann, ne? Ja. Also nicht identisch, aber... Und Frage, warum jetzt eigentlich Aquamarin? Weil wieso kommt man da jetzt drauf? Passt ja nur eigentlich irgendwie so gar nicht zum... Ich habe das einfach nur so genommen. Okay, ist es im Katalog so oder hast du dir selber sein, so gedacht? Kann sein, dass es im Katalog irgendwas in Aquamarin war. Hast du gedacht, das nehme ich jetzt mal... Nehme ich jetzt mal Aquamarin. War hab ich, in hab meiner ich grade, Schublade vor Olivgrün. Ich wollte gerade sagen, habe ich so viel von, nehme ich doch mal das. Muss auch weg. Keine Ahnung. Das ist eine interessante Kombi, ne? Aber würde ich ja nicht denken, dass es Winter ist irgendwie, ne? Aber so zum Vorführen als Demo-Effekt, Demo-Effekt ist reicht gut. Es doch. Wer hat den Katalog? Du hast den Katalog? Ja, habe ich irgendwo. Hab ich doch irgendwo hingelegt. Ja, da ist er. Ich bin doch da mal, ja. Schaut mal bitte im Katalog hinten auf eine Seite 81 findet ihr die Prägeform und Landschaftsbilder auf Seite 17 ist das Beispiel dazu. Dann schaue ich doch da jetzt mal rein. 17, guck mal, hier unten in der Ecke. Ach genau, schau mal, hier haben sie es genommen, beim Weihnachtsexpress, ja. Mhm. Da. Die tatsächlich ist auch die Farbe. Nee, ist Minzmakrone. Das hätte ich jetzt auch schon nicht gedacht. Und hier unten in der Ecke aber ist ja auch abgebildet. Okay, weil die Farben ja auch... dieser Katalog scheint mir von den Farben etwas kräftiger zu sein als der Jahreskatalog. Ja. Kann das sein? Ich nur so meine persönliche Einschätzung. Aber gut, mit den Farben Minzmakrone und Aquamarin, das erkennen die Experten. Halten das so auseinander, ich noch nicht. Ich bin erstmal... fertig für heute, weil das ist der Bastelblitz. Und zum Abschluss können wir noch mal alles zeigen. Wir können noch mal den Dankeschön-Trailer zeigen. Wir können noch mal die Zuschauerkarte von Sonntag zeigen. Ja. Und dann sehen wir uns am Montag um 19 Uhr zur großen Live-Bastelshow. Du hast neue Zuschauerkarten bekommen. Du hast schon wieder, was habe ich genau gestern mitgekriegt, warst du schon wieder am Schneiden oder am Machen? Nee, das war mit dem, was wir jetzt gleich zeigen. Okay. Zuschauerkarten habe ich noch nicht fertig. Wie gesagt, wir haben so viel um die Ohren im Moment und sind viel unterwegs. Und ja, da müssen wir uns jetzt erstmal aufs Wochenende konzentrieren. Ja, genau. Und bis Montag ist hoffentlich alles fertig. Ja, ich bin ja ganz optimistisch. Ich gebe morgen früh eure Bestellung auf, ganz, 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 ganz früh. Und alle, die noch bestellen möchten, können das gerne heute Abend noch tun. Ihr könnt auch mit PayPal überweisen, also bezahlen. Das geht natürlich auch, sage ich euch, steht auf der Rechnung drauf. Und dann gehen eure Bestellungen alle morgen raus und hoffen wir, dass alles lieferbar ist. Genau, gönnt euch jetzt, ne? Noch ist alles da, noch ist das Portemonnaie gefüllt. Ist doch so. Ist doch so, ist doch so. Oder? Nein, im Herbst ist alles weg, womöglich und teuer oder ach so. Mensch. Dann nervt das doch. Und dann hat man wenigstens was, worauf man sich freuen kann. Ja, genau. Ne? In diesem Sinne, sagen wir tschüss. Bis tschüss. Montag.
Montag, Montag, Montag. Tschüss. Ach so, halt. Gebt uns gerne einen Daumen hoch.